Und auf alle NoTube. Mähen schreiben. What? Ja, Autokorrektur dachte sich gerade so, anstatt machen, schreibe ich dir einfach mal Mähen hin. Rast denn mal? Ja, nee, es ging nicht um Rasenmähen oder so. Weiter das Rise of the Beast laufen. Ich farm ja sonst eigentlich immer alle vier Tiere ab. Dieses Mal konzentriere ich mich gerade nur auf den Winddrachen. Also auf. Serio. Der heißt da nicht Serio, der heißt Ich Quinglong. weiß, aber ja, aber es ist Serio. Nein, es ist Quinglong. Das, Das ist ja, Quinglong, der fertig aus. Chines. Das ist die Lore von Granblue. Das ist Quinglong. Wir sind hier nicht bei FF. Komm hier nicht mit deiner FF-Lore. Nein, das ist nicht mal FF. Susaku und so basieren auf einer chinesischen Mythologie. Komm hier nicht mit irgendwelcher Lore. Wir sind hier in Granblue. Nein! Doch. Aber Qinglong ist halt wirklich der chinesische Originalname, ja, aber Sadio ist halt einfacher. Nein. Doch. Nein. Sprich die anderen mal aus. Ich weiß nicht, was du gegen Phoenix hast. So. Eigentlich müsste ich mir mal die Cinematics von Honkai Impact mal angucken. Mal schnell die neue Tagesquest beim Rise of the Beast Event machen. Also, by the way, ich habe mir außerdem schon die 15 Gold Nuggets geholt, die für 5000. Ja, das sollte ich mir eventuell noch holen, falls vergessen. Du brauchst aber 20 dafür. Ich habe eh nicht gefunden, wo ich da den Ring finde oder so. Wenn du auf der Eventseite bist, kannst du auch weiter runterscrollen. Da wirst du dann automatisch weitergeleitet. Da ist so eine Verknüpfung. Ach, es ist ja schon neuer Tag. Ups. Ja, der Reset ist ja jetzt nicht mehr um 22 Uhr, sondern um 21 Uhr. Das Ja. überschneidet sich ja gerade mit Sinnoh. Das ist ja das etwas Blöde, sage ich mal. Ja, gut. Wo kann ich das eintauschen? Wo meintest du? Verknüpfung? Warte, ich gehe mal. Also,
Du bist bei dem Event, wo du die Auswahl bei den Battles und Loot hast. Ja. Dann scrollst du einfach weiter runter, wo Trade for Ah. Power-Up-Items steht. Dann klickst du da Okay. drauf, da wirst du weitergeleitet. Und da, das findest du auch eigentlich ganz normal über den Shop. Wenn du beim Shop gehst, dann Treasure Trade, nimmst dann den letzten Questpunkt Power-Ups und gehst dann mal auf die Auswahl Power-Ups und dann gibt es da den Punkt Mastery Bonus Items. Da sind halt unter anderem die ganz normalen Ringe, die du sehr häufig bekommst und dann halt auch die Und diese Line-Age-Ringe sind jetzt. Oder so, sind das die? Nee, du musst weiter runter scrollen. Das sind goldene Ringe mit Irgendwie. Diamant. Ach, gut. Gut. Nach den roten Ringen. Perpetuity. Genau. Was ist das für eine? Da gibt Four es. Symbol Stones. Die kriegst du auch bei dem Event. Dafür musst du aber halt die Kombination aus allen vier besiegen. Im Raid. Und da musst du aber. Die kriegst du nicht im Raid getroppt, sondern wenn du diese Battle-Münzen 150 gesammelt hast, dann kriegst du 5 Stück daraus insgesamt. Okay. Och Mann, warum bin ich so dumm? Ach, du meinst diese Solo-Battles da, oder wie? Nein. Die Kombination aus allen vier ist dieser Impossible Raid. Kann aber sein, dass du da noch nicht rein kannst. Ach, da Rank 120. Und da kriegst du dann dieses andere. Aber an sich solltest du noch die Möglichkeit haben, für Goldnuggets die Ringe eintauschen zu können. Naja, kann ich auch. Kann ich Ich zum bin Beispiel schon. nicht mehr. Ich kann das jetzt eigentlich nur noch über diese Steine machen. Ja, jetzt sag's. By the way, ich könnte mir einen Ring holen, aber ich bin ganz ehrlich, ich brauche es aktuell nicht, dann sammle ich die Dinger lieber. Ja, aber du bist ja auch über 120, also. Mir fehlen bald nur noch 3 Level bis 200. Wie gesagt, ich hatte letzte Woche ja auch so eine kleine Down-Phase vom Laufen des Events her, wo ich halt nicht so wirklich Bock hatte. Ja, passiert, ne? Ja, das ist das Gleiche, was jetzt gerade bei mir in Sinnoh los ist. Ich hab die Limit Break Sachen von dem FF-Event auch nicht alle. Da habe ich auch nur die genommen, die mir entgegengeworfen wurden. Und habe die nicht hart gefarmt. Ich habe mir auch nicht Bahamut oder so geholt. Barmut habe ich, aber Nö, halt war nicht ich zu Limit voll zu. Break. Ja. Ich habe letztens Fina bekommen. Fina und Dark Fina. Not yet set. Danke. Ja, ich wollte, weil ich habe gesehen, ich hatte 400 Medals von denen. Also diese goldenen Ja. Medaillen da. Und ich wollte mir dann die Arcana von Dings holen noch. Ah, und du hast dann einfach nur dafür gezogen gehabt. Ja, dann habe ich halt einmal gezogen, weil ich ja nicht wehgetan, so gesehen. Ja, ich meine, ich habe heute bei dem neuen Pinocchio-Banner gezogen. Die Leine ist auch instant gerissen. Hab aber halt nur eine andere SR-Harfe bekommen, die halt von ihrem Sub-Ding halt sogar eher, naja. Ich habe auch eine Harfe bekommen gehabt, aber nicht bei Pinocchio, sondern ja, bei Gretel halt, ne? Ja.
Oh, Alter, wie... Ich bin auch gerade zu blöd, mit Watch im Bett umzugehen. Ja, ich will gerade eigentlich schreiben, hab aber mir gleichzeitig mal die Emojis aufgemacht. Natürlich lande ich in der Emoji-Suche. Und schreib da erstmal rein. Ja, das passiert mir auch. Das passiert mir auch. Ich sollte erst meinen Text schreiben, danach die Emojis aufrufen. Nicht als erstes die Emojis aufrufen. war das jetzt schon der dritte Run bei dem? Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Nee, erst der zweite. Ach, fuck den nicht. Ja, gut. Schmeiß ich mit dem mal dazwischen. Oh Gottchen. Was denn? Bei einem der MP3-Player muss ich ja immer gucken, was ich rauswerfe, weil der zu voll ist. Ah. Die USB-Gerät wurde nicht erkannt. Lass mich flachsen. Ja, USB-Gerät nicht erkannt halt. Ich meine, bei dem anderen, bei dem verstehe ich es, weil der ist irgendwie so, I don't know, aber. Au! Ah! Gott! Damn! Ich war jetzt auch gerade... Oh, ich bin eine Intelligenzbestie heute. Einsicht. Ist immer ein Schritt. Nein, kann man nicht. Ich weiß nicht, wie man da bin. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Was willst du eigentlich gerade? Was ist denn das für ein Lied? Liebe ist, wenn mein MP3-Player einfach nur den Song hinschaut, aber nicht von was. Weißt du, was sich dein MP3-Player denkt? Boah, es reicht, dass ich dir den Song sage und nicht von wem er ist. Mhm. Ich glaube, Gembo mag irgendwie keiner, oder? Hoch. Wie Gembo? Na, ich schick heute halt. Weil irgendwie joint mir bei allen anderen jeder, also Menschen, aber bei Gendo irgendwie. Das liegt wahrscheinlich auch gerade daran, dass Gendo nicht im nicht den Bonus gerade gibt. Sonst. Ich mach eher alle vier, also. Ja, aber. Immer die unter ihrem Icon so ein blaues Symbol haben, die geben gerade mehr Punkte. Aber das ignoriere ich straight durch. Ich kann hier gerne gleich joinen. Weil ich brauche zwar nicht mehr, aber ich laufe trotzdem kurz bei dir mit. Ich one-shotte ihn dir mal, wenn du Damage gemacht hast. Ja, ich mach dieses, also diese Ratings da auf. Und dann mache ich auf Auto und greife die Leute an. Also, das Viech. Du wirst mir nicht angezeigt. Warte, jetzt müsste.
Request Backup. Du meinst Sang-Wu. Ja. Genbu halt. Sang-Wu, komm mir nicht mit Genbu. Wird mir trotzdem nicht angezeigt. Warte ja, mal. Weil irgendjemand anderes reingejoint ist und es gewone-shottet hat. Menschen. Und dann beschwerst du dich, dass dir niemand joint. By the way, das kann ich eigentlich auslassen, da brauche ich jetzt brauche ich mittlerweile gar keine Hilfe mehr. Ich brauche nur Xinjiang. Xinjiang, Xinjiang. Ja, so, wo war ich stehen geblieben? Wer fehlt mir denn jetzt noch für die Daily Mission? Ja, toll, den einen Run hätte ich gerne bei dir mitgemacht. Ein Run hat mir nämlich noch gefehlt bei ihm. Die Quest ist draußen. Sagst du mir jetzt? Willst du mich holen? Denn? Bei mir ist keine. Ach, ja, warte. Ich muss das erst wieder einschalten. Das bist nicht du. Oder ist deiner schon wieder tot? Nee, noch nie. Obwohl da Leute drin sind. Oh, jetzt ist er tot. Mir egal, ich glaube, ich verstehe halt auch nicht, warum irgendwelche Leute, also bei Leuten, die neu anfangen, kann ich es verstehen, oder die das halt nicht unbedingt one-shotten oder halt solo packen, aber für Leute, die das Ding halt one-shotten können, verstehe ich nicht, warum die das über Raids machen. Viel zu lange die Ladezeiten, bis du drinne bist. Mal jetzt mit Biako weiter. Du meinst Bayro. Ja, Baisu. Wo ist dann Z? Ach ja, guck nach Baisu. Ja, mit dem mache ich jetzt auch kurz weiter. Lass mich die Viecher mit ihren japanischen Namen sagen. Du weißt ja eh, was ich damit meine. Nein. Und du? Nein. Kartoffelsalat. Und wenn ich dir ein fucking PowerPoint-Projekt dafür aufführen muss. Ja, die Präsentation würde ich gerne sehen. I would. Die will ich jetzt auch von dir sehen. Jetzt? Du bist behindert. Okay, passt. Bis morgen Abend Zeit. Fraulein. Okay. Aber ich frag mich auch, was sich Cygames damit gedacht hat mit den, also ich meine, ich finde den Skin, den sie in das Event eingebaut haben, ganz nett. Aber um den Skin? Es gibt einen neuen Charakter-Skin, wenn du von vom Drachen die drei Lanzen, die du dir holen kannst, jede Form einmal auf Level 200 ancapst und levelst. Weil du dann, wenn du die auf Level 200 hast, kriegst du Trophäen dafür. Und bei den Trophäen gibt es spezielle Belohnungen, womit du dann die Möglichkeit hast, den Skin einzutauschen. Aber dafür brauchst du halt einen Drop von dem Raid. Und die Drop Rate von diesem Item ist bescheiden. Ich brauche aktuell
nur bei dem Drachen droppt auch noch nicht mal das, was du wirklich brauchst. Da musst du immer 10 Stück für 1 eintauschen, um das wirkliche Item rauszubekommen. Und deshalb laufe ich auch gerade die ganze Zeit nur den Drachen. Also. Und ich habe nur 5 von meinen 50, die ich aktuell brauche. Ah. Weil einmal 5 konnte man sich aus dem Event, also aus dem Shop holen. Ja, gib mir mal, Dankeschön. Fupp. Moment, ich wollte noch ein bisschen Loot haben. Oh, wo? Abwischen. Abwischen Loot. Abwischen Loot. Abwischen Loot. Nein, ich will nicht 4, ich will 5. Danke. Ich will noch die Jade. Weil. Jade. Und jetzt kommt das Problem, Kit. Welches denn? Der dritte MP3-Player, den ich habe, den mag mein Laptop nicht. Ach so. Ich dachte ja, jetzt von den Vieren. Ich weiß nicht, wenn ich mich so millimeterweise bewege mit dem Laptop, geht der aus und an, geht der aus, also der USB. Dann würde ich mal sagen, dann ist der USB vom MP3-Player im Arsch. Scheinbar so. Du siehst, wo du mich erkannt. Leck mich. Jetzt kommt Serio. Da hat jemand einen Agni. Nehmen wir. Nee, ich laufe lieber mit Doppelkolossus. Laptop aus. Und noch 2-mal das Viech laufen, dann bin ich durch. 2-mal das Viech laufen, ich bin schon durch. Ich bin auch durch. Du bist durch auf mehreren Ebenen. Ja. Ich benutze nicht mal die ganzen Bestie, also diese ganzen Beschwörungen. Ich mache einfach auf Auto und fertig. Weißt du, ich gehe so in so einem etwas längeren Kampf rein, drück währenddessen Auto, lass das mein Team solo regeln, die machen das schon. Goichigata.
Aber Frost, keiner will Sadio laufen. Hä? Keiner will Sadio laufen. Hä? Keiner will Schlange laufen. Drache. Drachenschlange, ja. Da ist schon ein Unterschied. Shenglong, Shenglong, Qinglong. Qinglong. Das ist das Qing. Oder Quintlong. Ha. Warte mal. Ex. Ach, das Buch verkehrt rum. Ja, da, das funktioniert nicht. Das fällt auf, wenn du ein Buch verkehrt rumhältst und so tust, als würdest du lesen. Gerne. Wie hieß Susako hier nochmal? Also Phoenix. Oh Gott, ich weiß es gerade nicht. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Susako, Lapis, Qinglong, ja. Gendo. Gendo heißt ja dann. Baihu, Chinesisch, Yaku, Japanisch, Baiko und Okoran. Kann richtig klug scheißen mit dem ganzen Zeug. Oh, wie sieht das denn aus? Du weißt schon, dass klug scheißen jemand mag. Ups. Okay. Ich fand's immer witzig. Meine Oma hat mich immer Klugscheiße genannt. Und meine Mutter hatte das einmal irgendwann mal so von ihren Lippen abgelesen. Und sie hat einfach dieses Wort Scheiße herausgelesen. Sie war so richtig offended gewesen. Sie so, oh, das ist ein böses Wort, das kannst du dem Kind doch nicht sagen. Und sie und meine Oma so, Klugscheiße bedeutet aber was anderes. Und dann musste sie versuchen, ihr zu erklären, was es eigentlich bedeutet. Oh, damn. Das war so witzig. Daran kann ich mich nur erinnern. Und ich will so grinsen, so. Ha. Ha, ich wurde Klugscheißer genannt. Ich bin schlau. Woo! Ja, ich habe tatsächlich so das heißt. Ja, aber du weißt schon, dass das auch unter Klugscheißer Leute zählen, die halt Schwachsinn labern oder Zeug halt, wo sie denken, sie sind klug und dann denkst du dir so. Ja, ich weiß. Lass mich einfach für den Moment schlau sein. Nee, kann ich nicht. Ich bin mit Grumblutrig. Ja, dann husch ab ins Bett mit dir. Ja, mach ich auch. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Haben Sie noch Spaß? Oh, ich laufe hier ein bisschen noch meine Raids. Keine Ahnung, wie lange. Mal schauen. Bin ja eh alleine hier. Solo. Ja.
bis morgen. Ja, bis morgen. Dann bist du ja, warte mal, dann musst du später sein, ne? Ja, aber der Server ist doch dann eh schon on. Jetzt habe ich vergessen, Lag zu fragen, ob der, ob wir hier Minecraft anmachen sollen. Ja, habe ich auch vergessen. Ach, ist egal. Na dann, bis dann. Bis dann. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da.
schnell mal. Ja. Gucken wir mal, das war kurz etwas. Kann ich das Team heilen, weil ich. How do you. Ich wollte nicht spenden. Wo ging denn das nochmal? Ich werde das jetzt hier nehmen. War das Feuer doch richtig? Ach man. Hey, halt, ich guck das mal aussehen. Das kann ich nicht setzen. Mann, das ist doch dämlich. Ach ja, ich hab mich, ich hab mich verschaut. Das war schnell so. Danke. Dann kann ich nämlich jetzt hier das. Switch, ich brauch den. Wer ist noch da? Und hopp. Ja. Okay. Ich will sie mal verändern. Und zwar mit mir hier. Und flip. Oh jo, einer. Das ist da so. Das auch. So, dann nehme ich nur das raus. Und der setzt da das hier rein. Dann sollte nur. Ja. Sehr schön. Zu der neuen Party, genau. Und ich hätte es jetzt beinahe wieder verhauen. Ha! Okay. Party Slot 5. Und wir wechseln die Schutzschlaß.
gerne mal was ausprobieren. Das macht das, ne, aber da weniger, das macht also nicht so viel Sinn. Okay. Was heißt, wir nehmen das wieder rein. Genau. Und jetzt nochmal bei der Klasse. Jetzt muss ich gerade mal nachschauen. Perfekt. Dann würde ich jetzt gerne nämlich mal was ausprobieren. Ja, das ist so. Genau. Das heißt, ich mache jetzt den Move. Gut, ich muss es nur andersrum das nächste Mal machen. Das heißt, sollte immer noch, ja, sollte dafür reichen. Heißt zwar jetzt ein bisschen mehr klicken, aber ich hoffe einfach, dass die Drop Rate dafür ein bisschen nach oben geht. Ja, 9 ist ausgemaxt. Von daher, das sollte passen. Aber jetzt muss man natürlich noch Glück haben vom Drop Luck her. Obwohl haben die auf der GWF Wiki das mal aktualisiert. Okay. Das ist da, vierte Chest. Es muss also in der ersten Rare. Wow. Das ist ja mal. Okay. Xinjiang ist es halt der die erste Chest oder die Blutchest. Also das heißt, ich muss definitiv ihn noch laufen. Wir werden es ja sehen, wie weit das hinbekommen. Wollen uns ein bisschen Zeit ersparen. Ach ja, war abzusehen, dass es jetzt natürlich nicht
unbedingt wirklich Fortschritt zeigt. Aber okay. Ja, Damaskus Knife könnte noch helfen, weil dann würden wir das auf 10 bringen können. Bin ich aber ganz ehrlich, der Aufwand, um das Ding zu bekommen, ist mir zu aufwendig, um das jetzt noch im Zeitraum zu schaffen. Also versuchen wir es einfach so, wie es jetzt ist. Nicht. Ja, ich würde das Ding einmal gerne kurz laufen. Ach komm, einfach damit es schneller geht. Ja. So, zack, hoch hier. Dann mal schauen, wie schnell wir das jetzt hinbekommen. Boah, nehme ich. Mir eigentlich egal, welche Platzierung ich da habe. Und weiter. Sorry, war gerade ein bisschen abgelenkt. Gut, das kann ich jetzt mal zu machen. So, zack. Ja, natürlich nicht. Wird ja nicht. Ich könnte das noch. Ja, lohnt eigentlich nicht wirklich, dass ich jetzt Journey Drops noch dafür ausgebe, nur um ein bisschen mehr Drop zu haben. Also zumindest jetzt nicht mehr heute für den Stream. Das kann ich dann beim nächsten Mal machen, wenn ich daran denke.
Okay, und noch einer. Fehlen nur noch 44. Das ist schon eine pure Sadness, diese Drop Rate. Ei, ei, ei. Gib mir Drop, den ich will, sonst aktiviere ich Journey Drops. Obwohl. Die geben ja nochmal 15. Schauen wir gleich mal nach, glaube ich. Wie hoch deren Prozent nochmal war. Phantom. Shop. Journey Drops. Drop Rate. 10%. Ah, hier kommt eine Stimme mit dem Mond. Noch 25 zu Gold. Ah. Das war's auf der Beans. Muss noch mehr laufen. Mehr laufen. Ich brauche immer noch circa 12 Runs, damit ich den anderen gut laufen kann. Schönes Jahr. Ich dachte jetzt schon, ich hätte wieder mein Raid-Buster-Team dafür genommen. Gucken wir uns das jetzt mal an, wie jetzt die Drop-Rate mit 10% mehr Drop ist. Ich muss gucken, dass ich sie unbedingt eigentlich auf 5 Sterne noch kriege. Können wir das hinbekommen? I don't know. Bin mir gerade nicht wirklich sicher, ob ich dafür alle Materialien gerade habe. Aber erstmal hier weiterlaufen, sonst gucken wir das einfach im nächsten Stream, bevor ich das anfange zu farmen. Ob das
das irgendwie möglich ist. Und ich sollte mir abgewöhnen, zu gestikulieren, wenn das eh niemand sehen kann. Außer ich würde mit Cam streamen, aber dafür sitze ich zu gerne im Dunkeln und nicht in ausgeleuchteten Räumen. Das ist ja jetzt erstmal egal. Aufmachen. Joint. Randoms to the rescue. Ach, das ging ja mal flott nebenbei. Oh Gott. Ich brauche mal eine bessere Sitzposition. Ja. Oh, mein armes Knie. Gut, hier nichts dabei. Wenn mit drei Truppen. Gucken.
So, schauen wir mal. Ah, sorry. Dauermüdigkeit. Ich gieße mir mal schnell nebenbei was zu trinken ein. Dann lasse ich mal kurz die Animation durchlaufen. Okay. Die Animationen waren schneller als ich mit dem Eingießen. So. Komm schon. Noch. Immer diese kleine Hoffnung am Ende. Oder dass sich hier unten die Zahl um 1 erhöht. Was haben wir denn heute? Dienstag, oder? Ja, Dienstag. Chillig Dienstag. Und zack. Ausreichend vom Damage her. Hoffe ich. So. Das heißt, sind bei 9. Ich doch fast mir gedacht, dass das reicht. Ja, das war jetzt auch klar, dass sich die Zahl nicht ändert. Das brauchen wir nicht.
Halt nicht sein. Okay. Ah, ich habe auch schon wieder vergessen, welche Truhe das eigentlich war. Naja. Warten wir einfach bis zum nächsten Drop ab. Dann wissen wir es. Und sonst, wie war eure ersten 2 Tage der Woche? Interessant, nicht interessant. Ich hoffe, gut und nicht schlecht. Ah, Doppeltipp. Ja, dann einmal. Da mach, da mach. Oh Junge, oh Junge, oh Junge. Da ist er da. Wir sind jetzt bei 20 davon. Ja, noch 10 davon sollten ausreichen und ich kann dann sein. Hier komplett durchlaufen. Boah, nehme ich mal. Okay, dann weiter. Gott, ich habe jetzt aber auch gerade nicht viel zu erzählen, so wirklich. Damn.
vielleicht gucken wir gleich mal doch, ob wir vielleicht hier ankappen können. Das ist, glaube ich, ganz vernünftig, wenn wir das mal schauen. Ja, machen wir mal einen kurzen Zwischenstopp. Also Fütchen brauchte ich noch. Bestoller. Ja. Ich brauchte den. Ich brauchte den Gold. Kann ich mir jetzt. Oh! Ich kann mir jetzt obtain. Nice. Ich mir davon welche? Das wird. Dann müssen wir gleich erstmal gucken. Ich brauche nämlich erstmal noch die Waffe. Das habe ich. Das muss ich noch auf Dings bringen. Ich muss aber auch erst noch die Waffen leveln. Das heißt, Upgrade. Bastard. 75, 75. Ach fuck, die habe ich schon gelevelt extra, deswegen. Zurück in den Shop. Ha. Ja, falscher Shop. So, wir nehmen einmal Feuer. Wasser. Erde. Klingt ein bisschen gerade wie bei Avatar, Erde Elemente. Dass die halt kein Licht und Darkness haben. Light. Light. Gib mir ja Light. Ja, sehr gut. Und hopp. Jetzt noch Dark. Ja. Dann brauche ich halt. Nee, halt. Anklick. Da. Was brauchte ich zum Ankippen hiervon nochmal? 100. Geil. Wie teuer waren die Sachen? Kann ich mir hier noch welche rausnehmen? Ah, okay. Oh Gott, 100, Alter, das wird nicht so einiges kosten. Oh, lol, das reicht immer noch nicht. Okay. Dann kaufe ich mal hier jetzt noch. So. Und. Kann man damit machen? Interessant, würde ich aber niemals machen. Das heißt, Wasser haben wir. Irgendwas im Sommerbereich unter Wasser zu finden, was wir, ja, nee, können wir nicht. Tolle Wurst.
verschluckt ja noch eine Mücke. Das war eins zu weit. Da. Ich habe doch noch die Möglichkeit darüber zu kaufen. Genau. Ich bin bei 77, das heißt 23. Oh mein Gott, ich konnte mir genau. Danke. Das heißt. Danke. Nice. Das heißt, ich brauche jetzt kurz. Johnny, ich brauche das in der ersten Stufe. Das ist noch nicht mal voll vor. Okay. Jetzt brauche ich Upgrade. Ha! Da brauche ich jetzt aber nicht die Serie, sondern. Geh ich mal über. Weit. Haben wir es. Dann machen wir das Ganze so. Ein kleines Fächchen handeln, bis die Waffe 150 ist. Außer wir kriegen davon ein paar, dann geht es ein Ticken schneller. Und dann brauche ich nur noch die wie hießen die jetzt nochmal? Ach, lol. Naja, egal. Okay, wir sind maximal 4 Einsätze, also 4-mal Upgraden noch entfernt. Oder sind es vielleicht doch 5 gewesen? Könnte eventuell auch 5 sein. Na gut. Ach, doch 4-mal Glück gehabt. So, jetzt wieder zurück in den Shop. Dahin, dorthin. Hier rein. Da hätten wir jetzt das. Hier sind. Ah, die Distinctions. Darf ich mir davon welche kaufen? Ich habe eben. Also, das heißt 22. Ey. 23. Ah! 23, jetzt haben wir es aber. So, dann fort. Dann gehen wir ins Inventory, weil wir jetzt, ich glaube, die war unter, ja, mussten wir die jetzt, genau, wir mussten die jetzt einmalig reducen. Da. Nee, das ist nicht sie, auch nicht.
eigentlich auch nicht. Doch. Genau. Führerrohre. Das dafür haben wir Start. Dann geben wir uns mal noch ihre... Sorry, dass ich nicht vorlese oder so, aber mein Englisch ist so grottig und das würde das Vorlesen einfach nur verderben. War doch, was wenn der Gegner ein Break ist, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das clever war. Please, Survival. Oh no. Aha, fuck it. Tweet. Oh man. Ach.
Naja, also jetzt nochmal geben, tue ich mir das Ganze nicht bis zum Kampf, weil einmal haben wir es ja schon gelesen. Von daher, ich sehe schon, das wird wahrscheinlich auch wieder so ein Minus. Nee, das mache ich jetzt mal nicht. Damn. Ah, da muss ich doch anders vorgehen. Alle guten Dinge sind drei. Beschämend, aber ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das mache. Wir machen, glaube ich, noch mal vorher eine kurze Pause und dann machen wir es mit dem dritten Versuch noch mal. Bis gleich.
So. Ich bin wieder zurück. Und wir versuchen uns jetzt ein drittes Mal an der verdammt, jetzt ist mir das Wort entfallen. An der Quest, um hier auf jeden Fall 5 Sterne anketten zu können. Ich hab einen Plan. Ich will mal gucken, ob der eventuell aufgeht. Das dachte ich mir schon. Okay. Genau. Ich hoffe mal, dass das jetzt in etwa so aufgeht, wie ich mir das erhoffe. Okay, das ist doch schon mal... That's not good. Okay. Viele, 3 und 2, okay. Ich versuche das gleiche an sich noch einmal, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, dann sollte das hoffentlich, ja, das sollte passen. So. Hätte ich doch direkt zum Anfang so machen sollen. Ja gut, die 2%, das ist jetzt... oh Gott, ich dachte jetzt schon, ich hätte noch eine Pause gelegt. Aha. Puh. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Sehr schön, damit hätten wir doch das Ding schon mal beim dritten Run erfolgreich. Ah, Fate-Episode war's. Jetzt kommt der Rest der Fate-Episode. Ah. Ah. Oh Gott, ich dachte jetzt schon, okay. Okay, damit können wir jetzt hin auf 5 Sterne anklicken. Was braucht sie denn dazu? Ha!
Sterne. Gut, dass ein neuer Monat ist. Ups. Ich hab den maximal Anzahl. Dankeschön. Ja. Moment, da hab ich nicht genug. Das werden wir ja wohl noch sehen. Treasures. Nee, das funktioniert erst, wenn ich irgendwie auf... War das? Das war doch... Ja, genau. Geben wir uns doch jetzt mal noch den Uncap von Ben. Hol dann mich davon wieder eine arme Socke. Ah. So, damit fehlen nur noch es waren glaube ich 10 und fehlen noch 8, die ich anketten muss. Den Dings hier sparen, weil das ja eher auf. Ja. Sehr schön, ich denke mal, da wird jetzt auch nichts. Ja, nö. Ha. Ich glaube, wir machen für heute Schluss. Ich bin auch nicht irgendwie jetzt so großartig noch motiviert, jetzt weiterzumachen. Keine Ahnung, was los ist. Ich habe gerade so, wie gesagt, so eine kleine Down-Phase. Moment, kannte ich das schon. Ich glaube, das war einer der neueren. Jetzt kann ich sie auch noch auf 100 bringen. Super. Das erlernt sie erst auf Level 100. Was hat sie da schon? Ja, gut. Ich bedanke mich dann beim Zuschauen.
Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall die Woche nochmal. Ich bin mir noch nicht sicher, ob morgen, kann eventuell auch erst Donnerstagabend werden wieder. Ich werde mal vielleicht schauen, dass ich dann auch ein bisschen früher anfange zu streamen und so. Von daher bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Dienstagabend. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao!